Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Video in der Reihe der technischen Mechanik. Wir sprechen heute wieder über resultierende Kräfte. Allerdings drehen wir das diesmal um und suchen vorhandene Kräfte in Bauteilen, wenn wir die resultierende kennen. Vielleicht ganz kurz zurückgespult, bei den letzten Videos war es so gewesen. Wir hatten beispielsweise hier an einem Knotenblech mehrere Streben angeschweißt und wir wussten, dass in diesen Streben nur Zug- und Druckkräfte wirken können. Und wenn wir dort dann bekannte Kräfte hatten, wie zum Beispiel diese hier, dann können wir die zusammenfassen und wir haben gesagt, die resultierende bilde ich, wenn ich Kräfte auf der Wirklinie verschiebe, beispielsweise zu diesem Schnittpunkt, diese Kraft 1 nach hier, die Kraft 2 dann nach dort. Und die resultierende finde ich, wenn ich zum Beispiel ein Kräfteparallelogramm bilde und dann ist die resultierende die Diagonale in diesem Kräfteparallelogramm. Also aus den zwei Kräften 1 und 2 wäre die resultierende jetzt diese rote. Das war das Parallelogrammverfahren. Das andere Verfahren war ein Kräftezug bilden. Wir zeichnen im Kräfteplan die Kraft 1, hängen dort dran ans Ende die Kraft 2 und die resultierende Kraft ging vom Anfang der ersten Kraft zum Ende der letzten Kraft in meinem Krafteck oder Kräftezug und dann hatte ich auch wieder die resultierende. Diesmal machen wir es anders. Wir sagen, wir kennen Kräfte oder wir kennen genau genommen die resultierende Kraft. Die sei beispielsweise diese. Und wir suchen entsprechend die Kräfte, die diese Kraft hier ergeben können. Und da hatten wir schon beim letzten Mal an einem Beispiel gesehen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn die resultierende Kraft im Kräftezug von zwei Kräften, die könnte ich so darstellen, Kraft 1 und Kraft 2. Genauso gut wäre aber eine Möglichkeit, diese hier oder diese hier. Also unendlich viele Möglichkeiten gibt es, um diese resultierende Kraft zu bilden. Das heißt, für ein eindeutiges Ergebnis müssen wir die Wirklinien kennen. Wenn wir also sagen, für diese resultierende Kraft habe ich zwei Kräfte mit bekannten Wirklinien. Ich weiß nur noch nicht, wohin zeigen die Kräfte und wie groß sind sie. Dann kann ich das Ganze rückwärts konstruieren, indem ich sage, die resultierende ist beispielsweise die diagonale Kräfteparallelogramm. Ich verschiebe also diese Wirklinie hier parallel. Ich verschiebe die andere Wirklinie parallel. Jetzt sieht man schon ein bisschen das Kräfteparallelogramm. Und da die resultierende dort anfängt, wo der Schnittpunkt der beiden Einzelkräfte ist, kann bloß die einzelne Kraft jeweils so ausgebildet sein. Jetzt sieht man, resultierende ist Diagonale oder wenn ich einen Kräftezug bilde, dann würde ich die obere Kraft 1 an die Kraft 2 anhängen und dann habe ich jetzt die resultierende vom Anfang der ersten zum Ende der letzten Kraft. Das bringen wir jetzt mal in ein Beispiel. Beispielsweise haben wir einen Kran, an dem hängt eine große Kiste, so ein Container. Und der Container ist mit Ketten aufgehängt. Wir wissen, unsere Gewichtskraft das sei mal ein großer Container, der hat eine Masse von 10 Tonnen. Dementsprechend sind das dann 10.000 Kilogramm und
10.000 Kilogramm sind ungefähr 100 Kilonewton. So, was wir jetzt wissen wollen mit den 100 Kilonewton an Gewichtskraft im Container, wie groß sind die Kräfte hier in der Kette 1 und der Kette 2. Denn diese Ketten sind hier oben wieder zusammengefasst und von dort geht es dann mit einem Seil hoch zu unserem Kran. Und wir können jetzt so argumentieren, dass die beiden Kräfte, die hier in den Ketten ziehen, nur so groß sein können, wie das, was als Gewicht hier unten dran hängt. Also nehmen wir das hier als unsere resultierende Kraft und das, was wir suchen, sind unsere Kettenkräfte 1 und 2. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste zeichnerische Variante ist die, wir sagen, wenn das jetzt maßstäblich 10 Tonnen sind oder 100 Kilonewton, dann schiebe ich diese resultierende zurück in meinen Schnittpunkt, bilde sie maßstäblich ab. Das ist hier meine Gewichtskraft. Ich kenne jetzt diese beiden Wirklinien von der Kraft 1 und Kraft 2, denn die Kettenkräfte können natürlich nur direkt in Verlängerung der Kette wirken, sie können nicht quer dazu, sonst wird die Kette sicher rumschwenken. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist wieder unser Kräfteparallelogramm bilden, also die Wirklinie der Kraft 1 schiebe ich ans Ende unserer Gewichtskraft, die Wirklinie der Kraft 2. Und jetzt sehe ich schon, das Kräfteparallelogramm, das heißt, meine Einzelkräfte habe ich somit gebildet. Wem das ein bisschen zu konfus ist mit diesem Kräfteparallelogramm, wir können es auch ein bisschen rausziehen und als Kräftezug abbilden. Ich habe hier meine Gewichtskraft. Jetzt nehme ich wieder meine Wirklinien F2 parallel verschoben und F1 auch wieder parallel verschoben ans Ende von FG und wir bekommen unseren kompletten Kräftezug mit F1, F2 und unserer resultierenden FG. Wenn man das Ganze mit dem Kräfteparallelogramm zeichnet, das Ganze direkt auch in den Lageplan reinzeichnet, also wo wir hier wirklich unsere Winkel und die Längen von den Ketten und die Größe von dem Container sieht, dann ist man manchmal geneigt, diese Kettenlänge direkt als Kraftgröße anzunehmen. Das ging dann irgendwie so wie, ah ja, so lang ist ja meine Kette, so lang ist ja meine Kette und unsere Gewichtskraft ist auch und dann versuche ich da irgendwie so ein Kräfteparallelogramm hinzubringen, was überhaupt kein Parallelogramm ist und wundere mich, warum das ganze Gebilde nicht stimmt. Also hier an der Stelle aufpassen, der Lageplan ist maßstäblich, was vielleicht die Längen der Bauteile angeht, also hier der Ketten und der Größe des Containers. Und mein Kräfteplan, ob das jetzt ein Kräftezug ist oder ein Parallelogramm, ist maßstabsgetreu mit meinen Kräften. Also zum Beispiel 10 Kilonewton sind 2 cm. Dann sind 100 Kilonewton hier diese 20 cm. Wenn wir das Ganze rechnen möchten, und das ist ja die zweite Möglichkeit, dann ist es oftmals einfacher, wenn man sich diesen Kräftezug erstmal darstellt. Also machen wir mal das Ganze rechnerisch. Wir bilden wieder unseren Kräftezug, starten, wir wissen, das ist unsere resultierende. Und jetzt in diesem Falle war Kette 1 und Kette 2 gleich lang, das heißt die Winkel hier, den nennen wir mal Alpha, die sind dann natürlich auch beide gleich groß.
Wenn die Winkel gleich groß sind, dann müssen auch, wenn das Ganze ein Parallelogramm ist, dann müssen wir hier eine Geometrie haben, denn die Länge 2 und die Länge 1 der Ketten ist gleich groß, damit sind die Winkel gleich groß, damit müssen auch hier die Kräfte gleich groß sein. Also ich kann sie hier schon mal einzeichnen. Das war meine Kraft F2, das war meine Kraft F1. Und wenn ich sehe, dass dieses Parallelogramm diesmal wirklich so eine gleichschenklige Raute oder so ein Diamant ist, dann kann ich mir wieder eine gewisse Symmetrie zu Hilfe nehmen. Ich betrachte jetzt also hier beispielsweise nur das linke Teil von dem Parallelogramm. Ich weiß, da sind rechte Winkel. F1 und F2 sind gleich groß. Wenn das hier mein Winkel Alpha ist von F2, den finde ich dann auch hier wieder. Das hier war ja ebenso mein Winkel Alpha, nämlich hier. Den finde ich aber genauso gut dann auch hier wieder. So, damit haben wir jetzt auch schon ein paar Winkel und wir wissen, weil das Ganze symmetrisch ist, diese Strecke hier entspricht der Hälfte meiner resultierenden und dies ist ja praktisch eine Parallele von meiner Kette 2. Das heißt, hier habe ich den Winkel Alpha, den müsste ich gleich noch ausrechnen aus meinem Lageplan. Und jetzt könnte ich ja Folgendes aufstellen. Sinus von dem Winkel ist Gegenkathete durch Hypotenuse, also f resultierende halbe geteilt durch F2. Und damit bekomme ich dann die Kettenkraft F2. Da das Ganze symmetrisch ist, weiß ich ebenso, dass die Kettenkraft 1 gleich der Kettenkraft 2 sein muss. Machen wir vielleicht noch ein paar Zahlen dran. Wir sagen mal, wenn der gesamte Container 8 Meter breit ist, dann sind das hier bis zur Mitte dann 4 Meter und die Höhe hier, ich sage mal 2 Meter. Jetzt können wir über Tangens den Winkel berechnen. Tangens von Winkel ist Gegenkathete durch Ankathete. Also 2 Meter durch 4 Meter gleich 1/2. Und damit rechnen wir den Winkel Alpha aus. Das sind dann 26,6 Grad. Das können wir jetzt in unsere Kräftegleichung einbringen. Also F2, wir wissen, die resultierende waren 100 kN. Also hier die Kettenkraft ergibt 111,8 kN. Das erscheint jetzt erstmal ein bisschen verwunderlich, dass die Kettenkräfte größer sind als die Gesamtkraft. Allerdings, wenn wir uns mal Folgendes vor Augen halten, angenommen, ich modifiziere dieses Gebilde ein kleines bisschen, dass hier mein Container ist und ich habe leider bloß sehr kurze Ketten und die spanne ich jetzt so auf. Wenn ich das wiederum als Kräfteparallelogramm mal zeichne, dann habe ich immer noch meine Gewichtskraft, die bleibt ja gleich groß, das sind diese 100 kN.
Allerdings, die Schenkel von meinem Parallelogramm verlaufen jetzt sehr, sehr flach. Und damit sehen wir dann schon, dass die einzelnen Kettenkräfte durchaus größer werden können als die resultierende Kraft. Und je flacher der Winkel wird, umso gestreckter wird das ganze Gebilde. Also bei sehr, sehr kurzen Ketten bekomme ich ein sehr gestrecktes Kräfteparallelogramm und dann sieht man schon, wie groß hier die Kettenkräfte werden. Und genau das haben wir, wenn wir ein Päckchen verschnüren und die Paketschnur schön eng rum, dann heben wir an der Paketschnur an und plötzlich reißt sie durch, obwohl das Paket ja gar nicht so schwer ist. Hier sehen wir auch warum, weil die Kräfte in den Paketschnüren viel größer sind als das Paketgewicht selber. Daher werden bei Ketten auch immer angegeben, nicht bloß die zugelässige Zugkraft in der Kette, sondern auch mit welchem Winkel diese Ketten an bestimmten Mitteln oder als Anschlagmittel dann an den Boxen festgemacht werden dürfen, damit eben diese Kräfte nicht überschritten werden. So, als nächstes Beispiel machen wir das Ganze gleich einmal ohne diese Symmetrie.